Was ist nicht alles über den Euro geschrieben worden? Aus für die europäische Gemeinschaftswährung oder auch Todesstoß. Und der Euro hat sich davon eben mal auf 1,30 erholt. Wir reden mit Harald Weigand über die charttechnische Komponente bei Euro-Dollar. Harald Weigand, Head of Trading bei GodmoTrader.de. Wie schaut es da aktuell aus? Nun, wir sehen seit einigen Wochen eine Erholung, eine temporäre Erholung in diesem Währungsverhältnis. Der US-Dollar wertet dementsprechend auf. Wir können festhalten, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit es sich um eine temporäre, also lediglich um ein Intermezzo handelt. Dieses kann sich fortsetzen, zunächst noch in den Bereich von 1,35 US-Dollar. Aber anschließend rechnen wir mit einer Fortsetzung des ganz breiten, übergeordneten Abwärtstrendes. Seit dem Jahr 2008, ausgehend von ca. 1,60 US-Dollar. Und es kann durchaus noch im Tief dann einen Bereich um 1,10 US-Dollar erreichen. Im ganz großen Bild, im Big Picture, sieht aber der Euro-Dollar, das muss man auch festhalten, aus charttechnischer Sicht sehr gut aus. Wir sehen eine breit angelegte Korrektur seit 2008, aber die in einem bullischen Korrekturmuster. Das heißt, dieses Muster, die Art und Weise dieser Korrektur kündigt bereits dann eine größere Rallye in den Jahren ab 2015 nach oben dann an. Und also insofern auch hier der Hinweis, alles ist relativ. Zunächst aber noch möglicherweise ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre mit einem Abwärtstrall in Richtung 1,10 US-Dollar. Wer auf Euro-Dollar schaut, schaut gerne auch auf Gold und andersrum. Also reden wir auch über das Gold, charttechnische Komponente. Wie ist hier Ihre Bewertung? Positiv, und zwar stark positiv. Wir sehen auch hier seit einigen Wochen eine Aufwärtsbewegung. Der Goldpreis, der korrigiert seit September vergangenen Jahres, ausgehend von 1.923 Dollar. Und wir rechnen, um jetzt auf den Punkt zu kommen gleich, mit einem Anstieg bis in den Bereich von 2.300 Dollar im Verlauf des Jahres 2013. Und das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Also es gibt unterschiedlichste Signale, auch im Intermarket-Bereich, einzunennen, der MX Gold Bucks Index, der die Goldminenaktien beinhaltet, auch der sieht sehr positiv aus. Also es gibt umfangreiche Signale aus den Märkten, die dafür sprechen, dass Gold weiter steigen dürfte und den Bullenmarkt, oder wie George Soros sagt, diese Blasenbildung fortsetzen dürfte. Ganz herzlichen Dank, Harald Weigand, der charttechnische Blick auf Euro-Dollar und den Goldpreis. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.